Das Pendant zum Matura-Ball ist die Lehrlingsgala, heuer in den Stadtsälen Voitsberg. ABV Metall hat dies möglich gemacht und die Lehrlinge, die ihren Abschluss geschafft haben, werden dabei geehrt. Schon zum fünften Male lud Magister Sonja Hutter von ABV Metall zur Lehrlingsgala in die Stadtsäle Voitsberg. Warum wird diese Lehrlingsgala abgehalten und was bedeutet ABV genau? Also dieser Verbund besteht aus 10 Unternehmen hier aus der Region und aus dem LFI als Bildungsinstitution. Und wir haben uns sozusagen entschlossen, gemeinsam hier in der Region die Ressourcen zu nutzen, die in den Firmen vorhanden sind und vor allem eben speziell für die Lehrlinge etwas zu machen, damit sie in der Region gute und attraktive Ausbildungsmöglichkeiten haben. Nachdem der ORF-Moderator Thomas Weber die Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft begrüßt hatte, führte er, unterstützt von Thomas Taucher, wie immer gekonnt durch den Abend. Es ist schön zu sehen, dass der Lehrberuf in den vergangenen Jahren wieder mehr, noch mehr an Ansehen gewonnen hat, dass sich da wirklich einiges tut und dieser Ausbildungsverbund Metall, der hat zumindest in regionaler Hinsicht, aber auch darüber hinaus natürlich einen ganz großen Anteil daran. Über 100 Lehrlinge wurden an diesem Abend geehrt. Sie erhielten für ihr Engagement und ihre ausgezeichneten Leistungen die gebührende Anerkennung. Ja, das ist schon so ein bisschen die Idee gewesen. Wir haben 2008 uns gedacht, es gibt für Lehrlinge eigentlich keine Festivität, wenn sie mal einen guten Abschluss gemacht haben. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir möchten auch unsere Lehrlinge, die sich das ganze Jahr hindurch anstrengen und gute Leistungen erbringen, dass die einfach auch Wertschätzung und Ehrung erfahren können. Herr Johannes Binder erläuterte die Aufgaben von ABV und LFI. Und auch der Hausherr, Bürgermeister Ernst Meixner, freute sich über diese Veranstaltung. Da muss man stolz drauf sein, weil die jungen Leute zeigen Leistung. Und ohne Leistung und Bildung, glaube ich, ist ein Fortkommen im Leben heutzutage schwierig. Und wenn sie junge Leute engagieren und dann schlussendlich das auch noch präsentiert wird, dann ist das äußerst positiv. Und ich freue mich natürlich, dass es bei uns in Voitsberg gemacht wird, diese Gala. Die teilnehmenden Firmen wurden durch Kurzvideos vorgestellt und im Anschluss daran die Lehrlinge auf die Bühne gerufen, wo sie ihre Anerkennung in Empfang nehmen durften. Viele Betriebe arbeiten ja dabei mit. Das ist richtig. Und ich kann mich noch immer wieder bedanken, dass die Betriebe mit so einer Energie hier dabei sind und mithelfen, diesen Mehrwert für die Jugend zu schaffen. Als Überraschung wurde eine Breakdance-Einlage gezeigt, die bei der Jugend und auch bei den anderen Anwesenden mit großem Applaus honoriert wurde. Aber für einen wurde dieser Abend zur besonderen Überraschung. Den Sonderpreis, möglicherweise extra für ihn geschaffen, konnte unser Fotograf und Kameramann Robert Cescuti für sich einheimsen. Ein herzliches Dankeschön, Robert, für dein Engagement und für deine Präsenz, die du immer für den Ausnahmeschulung leistest. Selten gerührt nahm er diese Anerkennung in Empfang und überließ ausnahmsweise seine Kamera Ernst Meixner. Gekrönt wurde diese Galanacht durch ein hervorragendes Buffet. Also ich würde mal sagen, die Arbeit, die ist jetzt vorbei. Ja? Jetzt versuchen wir das zu genießen. Es freut uns ganz besonders, dass so viele Gäste gekommen sind und mit uns gemeinsam den fünfjährigen Bestand des Ausbildungsverbundes Metall zu feiern. Positive Impulse für die Zukunft wurden durch diese Veranstaltung wieder wahrscheinlicher. Das Ziel ist, den Jugendlichen Ausbildungsmöglichkeiten in der Region anzubieten, der Abwanderung entgegenzuwirken, den Jungen Mut zu machen und ihr Interesse zu wecken. Genau das vermittelte diese Lehrlingsgala.